Ein Witz. Was für ein Witz kann ich euch erzählen? Verabreden sich zwei und kommt einer nicht. Was du vorstellst. Das ist ein guter Witz, oder? Zwei ganz Schlaue warten auf den Bus. Einer wartet auf die Buslinie 1, der andere wartet auf die Buslinie 2. Kommt die Buslinie 12, steigen beide ein. Okay, das musst du mal verbildlichen, dieses Bild. Zwei ganz Schlaue warten auf den Bus. Kommt der Doppeldecker. Einer nimmt unten, neben dem Fahrer, nimmt der Platz und der andere geht nach oben. Gut, sie kommt zur Endhaltestelle. Der, das unten Platz genommen hat, steigt aus und wartet, dass sein Freund aussteigt. Er schaut hoch, ruft ihn, er hört nicht, ruft ihn an. Sagt er, wieso kommst du denn nicht runter? Sagt er, du wirst es nicht glauben, aber der Fahrer ist immer noch nicht gekommen. Er kann nicht aussteigen. Der Fahrer ist noch nicht gekommen. Asrenu, wir können uns glücklich schätzen. Heute lernen wir eine Halacha. Eine Halacha, das ist ein Tora-Gesetz. Was für ein Tora-Gesetz lernen wir heute? Lernen wir ein Tora-Gesetz. Ein spannendes Tora-Gesetz, nämlich folgendes. Stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt bei mir zu Hause einen Wasserschaden. Jetzt rufe ich sofort wen an? Den Daniel. Der Daniel ist ein Installateur und ich bitte ihn, komm zu mir und repariere mir diesen Wasserschaden. Jetzt sagt die Halacha, das jüdische Gesetz, dass in dem Moment, wo der Daniel seinen Job erledigt hat, muss ich ihn sofort ausbezahlen. Beyomo itenscharo. Sofort Cash. Bezahlt ihn aus. Er hat seine Arbeit erledigt, bezahlt ihn aus. So, aber was passiert jetzt, wenn ich nicht direkt den Daniel anrufe und ihn um seine Hilfe bitte, sondern ich rufe jetzt den Mosche an. Ich sage, du Mosche, ich brauche einen Installator, kannst du mir da helfen? Vielleicht ist er Daniel, hast mir mal was erzählt. Dann sagt der Mosche, ja klar, ich helfe dir dabei. Ich rufe jetzt den Daniel an und ich beordere dem für dich, dass er zu dir kommt. Und dass er bei dir das erledigt, was da erledigt gehört. Jetzt kommt der Daniel zu mir, der Top-Installator, und repariert alles. Und jetzt hat aufgepasst, weil er über einen Boten zu mir gekommen ist und nicht direkt, muss ich ihn jetzt nicht sofort ausbezahlen. Ich kann warten. Ich muss jetzt nicht sofort bezahlen. Das ist die Halacha. Das ist eine Halacha. Und wieso erzähle ich euch jetzt ausgerechnet diese Halacha? Denn mein Rabbi, Rabbiner Shalom Arush, hat mir etwas dazu gesagt, das ich als Bombe empfinde. Denn wir alle haben ja die Tora empfangen. Von wem? Von unserem Schöpfer. Das stimmt so tatsächlich. Aber de facto haben wir ja nur die ersten zwei Gebote von Gott selbst gehört. Anochi, Hashem, Elokecha. Boom. Ich bin der ewige dein Gott. Das haben wir alle gehört am Berg Sinai. Was ist uns dann passiert? Sind wir alle weggeknackt. Alle sind gestorben. Stell mal vor, du hörst die Stimme Gottes. Jeder kennt es. Man kann das verstehen. Leute sagen zu mir, ich verstehe das nicht. Dann sag ich, du kannst das schon nachvollziehen. Stell mal vor, du befindest dich irgendwo, sitzt jetzt gerade so mit deinen Kumpels in einer Runde und dein Herz sehnt sich nach einer gewissen Person. Eine Person, die du liebst. Und du sitzt jetzt gemütlich in der Runde und auf einmal kommt diese Person von hinten angetanzt und du hörst die Stimme von der Person.
Und du drehst dich um, auf einmal siehst du die Person, von der du geträumt hast. Also das gibt schon einen kleinen herzinfarktmäßigen Bum, 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 Bum da drin. Also da bewegt sich was. Und das Allergleiche ist auch mit Gott. Nach dem Auszug von Ägypten sind wir dann durch die Wüste marschiert. Wir stehen jetzt vor dem Berg Sinai, warten auf Gott. Unser Herz will Gott sehen, ihn hören, seine Tora empfangen. Und auf einmal ist er da und redet mit uns. Bumm. Und das hat sie einfach nicht nur herzinfarktmäßig bumm, bumm, bumm im Herz etwas ausgelöst, sondern wirklich der Herzinfarkt war da. Das war, die Seele war weg. So, und dann hat uns Gott wiederbelebt, hat uns noch was gesagt. Bumm. Und dann wurde es uns zu viel. So steht es in der Tora. Und dann sagten wir zu Moshe, zu Moses, du pass auf, lieber Moses, direkt von Gott, das ist uns ein bisschen zu hardcore, diese ganze Geschichte hier. Uns ist es lieber, wenn Gott mit dir redet und du erzählst uns, was der liebe Gott dir aufgetragen hat. Und so war es dann. Dann haben wir die ersten zwei Gebote der Tora haben wir direkt von Gott gehört. Die erste sind wir gestorben, wurden wir wiederbelebt. Die zweite haben wir gehört, wieder gestorben, wiederbelebt. Dann haben wir gesagt, so, jetzt reicht's. Also das mache ich jetzt nicht 613 Mal durch, weil wir haben 613 Gebote und Verbote. Also das ist jetzt, es wird ja pervers hier jetzt. 613 muss ich das jetzt durchmachen, Leben sterben. Haben wir keine Lust drauf? Wir wollen aber mit Lust die Tora empfangen. Deswegen, die ersten zwei haben wir von Gott bekommen. Super. Den Rest, die restlichen 611 Gebote, erzähl du uns, die, lieber Moses. Erzähl uns, was der liebe Gott von uns will. Und jetzt zurück zu der Halacha. Nochmal. Wenn du etwas bekommst, eine Dienstleistung bekommst, eine Hilfe bekommst, direkt vom Dienstleister selbst, dann musst du den sofort ausbezahlen, wenn er seinen Job erledigt hat. Aber wenn du diese Dienstleistung bekommst über einen Boten, das bedeutet, dass der Dienstleister jetzt zu mir gekommen ist, über einen Dritten, der ihn zu mir beordert hat, dann bin ich nicht verpflichtet, ihn sofort zu bezahlen. Ich muss ihn natürlich schon bezahlen, aber nicht sofort. Ich kann sagen, du, ich habe jetzt kein Geld, die Halacha ist dann mit mir. Ich muss ihn bezahlen, aber nicht sofort, nicht auf der Stelle. Morgen in der Früh gebe ich dir das. So, und jetzt gibt es Menschen, die sagen, schau, ich erfülle Gebote auf dieser Welt. Wieso bekomme ich nichts von Gott zurück? Geld, Gesundheit, Liebe, Partner. Ich bin doch gläubig. Ich halte doch den Schabbat. Ich lege Tefillin. Ich habe eine Kippa. Wieso bezahlt mich Gott nicht aus für meine Mitzvot? Wieso? Ah, wieso? All diese Mitzvot, die muss Gott dir jetzt nicht ausbezahlen. Von wem hast du die bekommen, diese Mitzvot? Du hast diese Mitzvot bekommen von wem? Über Moses. Du hast diese Mitzvot bekommen über Moses. Nicht von mir direkt. Und weil du diese Gebote über Moses bekommen hast und nicht von mir direkt, muss ich dir das jetzt nicht ausbezahlen. Ich zahle dir das morgen. Morgen ist wo in der kommenden Welt? Alle, bis auf ein Gebot. Ein Gebot muss uns der liebe Gott hier ausbezahlen. Und was ist das eine Gebot, das er hier sofort ausbezahlen muss? Emuna. Emunah, die Kraft des Glaubens. Warum? Weil das haben wir direkt von Gott bekommen.
Ich bin der ewige dein Gott. Emunah, wir sollen daran glauben. Das haben wir direkt von Gott gehört. Direkt haben wir dieses Gebot von ihm bekommen. Von ihm. Emunah. Und in dem Moment, wo ich in Emunah lebe, dann muss mir Gott sofort etwas dafür geben. Dann muss er sofort dafür ausbezahlen. Genial, oder? Genial. So hat mir Rabbi Shalom Arosh das erklärt. Und es ist wirklich sensationell, dieser Gedanke. Das ist es, wo du immer denkst, ich tu doch, ich mach doch, ich bin doch. Super, mach weiter so. Du wirst ausbezahlt werden. Morgen. Morgen ist die kommende Welt. Aber hier auf dieser Welt, wirst es dir besser geht, wirst dass du was bekommst. Was ist das? Nur Emuna. Und die Emuna, die ist Kraft. Die Kraft des Glaubens. Für das bekommst du sofort Cash. Cash von unserem lieben Schöpfer. So, und was ist jetzt Emuna? Was ist denn diese Kraft des Glaubens? Wieso heißt sie eigentlich Kraft? Was ist denn diese Kraft? Denn wenn du an Gott glaubst, dann ist das ABC des Glaubens, das A, was ist das A? Ahava. Das Aleph, Ahava. Liebe. Du musst wissen, wenn du wirklich an Gott glaubst, musst du wissen, dass Gott dich liebt. Ein Mensch, der nicht davon überzeugt ist, dass Gott ihn liebt, er besitzt keinen Glauben in Gott. Das ist das Erste. Das ist das, was wir sagen in Kiryat Shema. Jeden Tag sagen wir Juden das. V'ayayim shamot ishmul mitzvotai ashanuchim mitzvetchem ayom le'ahava. All die Gebote, die ich heute auferlege, die ihr halten müsst. Warum? Der Liebe wegen. Le'ahava. Der Liebe. Hashem liebt dich. Hashem liebt dich mehr, wie du dich selbst liebst. Hashem sorgt sich um dich mehr, als wie du dich selbst um dich sorgst. Er liebt dich Ahavat Olam. Er liebt dich. Wie lässt sich etwas beschreiben, was eigentlich unbeschreiblich ist? Das ist die Liebe, die unser Schöpfer für uns hat. Das ist das A. Das musst du verinnerlichen, daran glauben, davon überzeugt sein. Noch ein A, noch ein Aleph. Enot Milvado. Außer Gott gibt es nichts und niemanden. Nichts und niemanden gibt es außer unseren Schöpfer. Nichts. Was bedeutet, dass jeder Kummer, der dir zugetragen wurde, auch von einer anderen Person, das hat Gott zugelassen. Aber warum? Weißt du, dein Besten ist. Denn ein Mensch ist entweder ein Freund fürs Leben oder eine Lektion fürs Leben. Und eine Lektion, die kann manchmal unangenehm sein, aber die ist definitiv etwas sehr Positives für dich. Weil du daraus lernst. Die entwickelt dich weiter. Ist so. Wer nicht lernt, bleibt dumm. So sagt mein Vater immer. Oder hat er immer zu mir gesagt, wo ich nicht aufstehen wollte. Steh auf, wer nicht lernt, bleibt dumm. Diese Lektionen sind wichtig. Aber was noch wichtiger ist, ist unser Verständnis für diesen Fakt, dass ich Gott sehe. Ich muss Gott sehen. Bei allem, was mir widerfährt, muss ich den Schöpfer sehen. Bei allem. Bei allem, was mir widerfährt, auch wenn mir jemand einen Kummer bereitet. Dann habe ich erstens Mitleid mit der Person. Natürlich kann mich das wütend machen, mich verletzen. Wenn ich jetzt betrogen wurde, beleidigt wurde, das tut weh, wir sind ja Menschen. Aber wir müssen wissen, dass Gott legt die Ehre, ein Licht zu sein auf Menschen, die Gutes tun,
Und die Schande, eine Dunkelheit zu sein, das liegt da auf die Sünde. Das bedeutet immer, wenn dich jemand belügt, betrügt, missachtet, beiseite schiebt, das ist eine Sünde. Gott benutzt ihn als Stecken. Das ist jetzt der harte Stock Gottes, mit dem du jetzt geschlagen wurdest. Deswegen Mitleid mit dem. So, der Mensch hat natürlich einen freien Willen. Er hätte das nicht tun müssen. Er hat es aber gemacht. Du bist nicht verpflichtet, mit so einem charakterlosen Menschen in Kontakt zu sein, dein ganzes Leben lang. Aber du bist schon dazu verpflichtet, ihn nicht zu hassen. Das bist du verpflichtet. Weil Hass, der schadet im Großen und Ganzen vor allem nur dir selbst. Auch wenn der Hass, sagen wir mal, begründet ist. Du hast recht. Aber in Wahrheit ist kein Hass begründet. So wie ich dieses Beispiel immer gebe mit der Holzkohle, wo der Sohn mal nach Hause gekommen ist zu seinem Vater und hat ihm erzählt, du in der Schule, da war dieser Hans Wurst, ne, dieser Günther, dieser blöde Hund, ne, ein richtiger Sack, der Typ, was der gemacht hat. Ich bin so wütend auf den. Dann sagte der Papa zu ihm, du weißt was, ich habe für dich eine gute Idee. Was, ne? Nimm es, wir hängen hier ein weißes T-Shirt auf und hier hast du einen Sack voller schwarzer Kohle und bewirf dieses weiße T-Shirt, das ist dieser Günther, bis es kohlenschwarz ist. Hast du Lust? Lust. Und er wirft und wirft und wirft und wie ein Weltmeister hat er geworfen und das ganze T-Shirt war nicht mehr weiß, sondern pechschwarz. Und dann fragt der Papa so den Sohn, und fühlst dich besser jetzt, ah? Befreit. Puh, ja, jetzt fühle ich mich besser. Und er macht einen Drink, er schluckt jetzt Wasser und ist glücklich und zufrieden. Jetzt ist er endlich befreit. Jetzt hat er 10 Minuten, hat er jetzt hardcore rumgeworfen auf dieses T-Shirt. Energie ist jetzt raus. Und dann sagt der Papa so zu ihm, aber du musst jetzt duschen. Und dann sagt er, ja stimmt, schau mal wie ich ausschaue. Ich bin auch schwarz wie das T-Shirt. Sagt er, oh. Und so ist es mit Hass und Wut. Wenn du Hass und Wut auf jemanden wirfst, der wird schwarz. Aber auch du wirst schwarz. Auch du verlierst dein Weiß. Auch du verlierst deine Reinheit, deine Schönheit, dein Licht. Deswegen, lass dich nicht verarschen. Wir sind doch nicht blöd. Wir machen sowas nicht. Wir wissen, dass alles von ihm kommt. Deswegen suchen wir nach dem Grund, warum mir das jetzt passiert ist. Dieser Schmerz, dieser Kummer. Aber das mit Sicherheit dient es zu meinem Besten, weil ich bin jetzt hingefallen in diesem menschlichen Punkt. Nicht, weil es mir gebührt, nicht, weil ich es verdient habe, nicht, weil ich, nein. Ich bin hingefallen, weil Gott will, dass ich genau da, wo ich hingefallen bin, etwas finde, das ich aufheben soll und das hilft mir dann für mein Leben. Dieses Wissen brauche ich und mit diesem Wissen muss ich gehen und dann lacht die Sonne. Das ist Emuna. Emunah ist auch zu wissen, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Gminut Chassadim. Dass ich weiß, dass Gott die Nummer 1 in der Ausführung der Werke der Nächstenliebe ist. Was unser Schöpfer tut, Gomen Chassadim. Danke, lieber Gott, dass ich atme. Ach. Du findest es lächerlich? Du willst nicht Danke sagen? Dann hör auf zu atmen. Hör auf zu atmen. Was passiert dann? Was passiert dann?
Nichts ist selbstverständlich. Gott beatmet dich. Jede Sekunde, jeden Augenblick. Todar Rabba. Das ist ein Werk seiner Nächstenliebe. Er muss es nicht. Und insbesondere nicht, wenn wir uns ganz wie eine Banane verhalten auf dem Planeten. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Was ist Dalet? A, B, C, D. Was ist das D? Toda. Toda. Das Danke. Das ist die Arbeit. Das, was wir jetzt lernen, so baust du die Dämonen auf. Erstens Liebe. Du musst wissen, Gott liebt mich. Zweitens, du musst wissen, dass alles von ihm kommt. Alles. Alles kommt von ihm. Alles. Einfach alles. Auch Menschen, auch alles. Alles kommt von ihm. Einfach alles. Drittens, weil er mich so sehr liebt, beschenkt er mich. Jede Sekunde. Mit Gesundheit, mit dem, mit Zell, mit jenes, mit was nicht. Und Dalet ist das Danke. Toda. Toda. Wer Hebräisch kann, wird jetzt rebellieren und sagen, Moment einmal. Gerade hat er gesagt, lass dich nicht verarschen, aber wer verarscht uns jetzt? Dalet ist doch nicht Toda. Dalet, das ist ein D. Und Toda, das beginnt mit einem T, mit Taf. Wieso sage ich das dann? Likutei Moharan, schreibt Rabbi Nachman, in der Lektion Dalet. In der Lektion Dalet. Dort erklärt Rabbi Nachman. Kesha'adam yodea, shekol meru'otav im letovato, zot ha'pchina, zot ha'pchina hi me'en olam haba. Das bedeutet, wenn ein Mensch weiß, dass alles, was ihm in seinem Leben widerfährt, zu seinem Besten dient, das ist so etwas wie das Paradies. Zu wissen, dass alles, was dir in deinem Leben widerfährt, zu deinem Besten passiert, zu deinem Besten geschieht, zum Guten ist. Dieses Wissen, das ist ein paradiesisches Wissen. Das katapultiert dich emotional, mental, deinen ganzen State of Mind in eine Garten-Eden-Atmosphäre. So sagt er mir noch einmal. Er studiert die Tora und später sagt er dann, dass, wie kannst du zum Ausdruck bringen, dass du daran glaubst, dass das, was dir passiert ist, zum Guten ist? Toda? Dank. Wenn du in der Lage bist, dich dafür zu bedanken, für irgendetwas, das ist der Beweis dafür, dass du daran glaubst, dass alles, was dir widerfährt, zum Guten ist. Oder dass dir das, was dir jetzt eben passiert ist, zum Guten ist. Deswegen müssen wir uns antrainieren, Danke zu sagen. Danke. Auch für Dinge, die nicht so toll sind, Danke sagen. Denn jetzt nicht, wenn dir etwas super Negatives passiert, du bist jetzt absolut schlecht drauf, kannst du sagen, ja toll, danke, dass jetzt mein Haus abgefackelt ist. Die ganze Hütte ist abgefackelt, wow, super, danke. Das Ereignis selbst blenden wir jetzt mal aus. Aber, lieber Gott, natürlich tut mir das jetzt weh.
Natürlich hätte ich super gerne auf das verzichtet, auf diese Lektion. Aber, und dieses Aber hat es in sich. Da verbirgt sich etwas für mich. Und für das sage ich Danke. Danke. Und das hilft dir dann, auch deine Schmerzen unter Kontrolle zu bekommen. So wie Rabbi Shalom Arush uns lehrt, das habe ich euch erzählt. Ich glaube, ich habe es euch erzählt. Dass ich gehört habe, wie eine Frau mit dem Rabbiner Shalom Arush telefoniert hat. Sie hat ihr Kind verloren, hat einen Schwangerschaftsabbruch gehabt, was ganz Schweres. Richtig schweres Leben. Schon ein paar Mal und dann sagte, und sie war sehr traurig deswegen, also richtig tiefe Hilflosigkeit hat sie verspürt und echte Depression. Und das macht sie dann noch trauriger. Und dann sagte der Rabbi zu ihr, kämpfe dagegen nicht an. Du bist jetzt traurig? Sag danke. Danke, dass ich traurig bin. Weil alles, was du machst, machst du zum Guten. Nicht dagegen ankämpfen. Oh, ich bin jetzt traurig. Warum bin ich jetzt traurig? Oh, ich bin jetzt traurig. Gott will, dass ich jetzt traurig bin. Du da. Wird schon wieder. Nicht dagegen ankämpfen. Das ist so, wie eine Frau hat mit mir gesprochen und hat mir erzählt, sie hat Schlafstörungen. Und sie kämpft immer dagegen an. Sie will unbedingt schlafen. Jetzt ist nachts und sie schafft es nicht. Sie schläft irgendwann mal in der Früh ein. 3, 4 in der Früh. Ist die ganze Nacht wach. Und dann schläft sie ihre Stunden. Und sie sagt, ja, ich will unbedingt schlafen und ich schaff's nicht. Und ich merke, dass sie dagegen ankämpft. Da habe ich zu ihr auch gesagt. Wo steht geschrieben, dass ein Mensch von 10 bis 8 schlafen muss? Steht es irgendwo? Wo steht es? Also, zeig mir ein Buch, wo das steht. Ein Mensch, so eine Anleitung. Jeder Mensch muss um 10 Uhr in der Nacht ins Bett und bis 8, 6, 7 Uhr schlafen. Steht es irgendwo? Wer sagt es? So leben wir. Und das ist vielleicht toll. Obwohl, ich würde es mir wünschen, mal um 10 im Bett zu sein. Warum war ich das letzte Mal um 10 Uhr im Bett? Aber da muss ich schon. Wie alt war ich da? Vielleicht. Vielleicht 13. Wie alt war ich da? Weiß ich gar nicht mehr. Schätz, um 10 Uhr im Bett liegen. Das ist ja eigentlich. Die Frau hat recht, ne? Eigentlich hat sie recht. Ich muss auch um 10 im Bett sein. Was macht denn hier jetzt eigentlich? Wie spät ist denn jetzt hier in Israel? Jetzt ist 10 Uhr. Hier in Israel ist jetzt 10 Uhr. Ich muss jetzt ins Bett. Ich mache jetzt die Bücher zu. Und ich lege mich jetzt hin und muss schlafen. So, und wenn ich das jetzt wirklich provokativ machen würde, stellen wir uns jetzt mal vor, ich würde jetzt mich jetzt filmen und würde jetzt sehen, wie ich mich jetzt hier hinlege auf ein Bett und will jetzt wirklich versuchen zu schlafen. 10 Uhr, ich will jetzt schlafen. Ich bin ja wirklich müde. Aber würde ich jetzt schlafen? Würde ich einschlafen? Top, die Wette, nein. Warum? Weil ich sage, ich muss jetzt schlafen. Ich muss jetzt schlafen. Ich muss. Deswegen nicht dagegen ankämpfen, habe ich zu ihr gesagt. Dann ist halt bei dir verkehrte Welt, ne? Und? Hauptsache, du bist gesund, dir geht's gut, super. Das ist auch mit unseren Gedanken. Oder mit Husten. Jetzt kommt ein Husten, du bist jetzt irgendwo. Und willst husten. Was heißt willst? Du musst husten. In dem Moment, wo du versuchst, dagegen anzukämpfen, was passiert? Er wird nur schlimmer. Deswegen, wenn du husten musst, huste. Du musst nicht verdrücken, musst nicht leise sein. Husten ist menschlich. Gibt es Menschen, die nicht husten? Gibt es so ein Tier? Gibt es so einen Menschen? Er muss husten. Wenn sich jemand beschwert, wenn jemand hustet, dann verweise ihn an den Mond,
Da gibt es vielleicht Kreaturen, die nicht husten. Menschen husten. Was husten? Hör auf zu husten! Dann zieh vielleicht nach Houston. Aber wir husten, wir sind Menschen. Deswegen, wenn du irgendwo dich befindest in irgendeiner Vorlesung oder irgendeiner Situation, weiß ich nicht, ihr super romantischer Hochzeitsantrag, er ist gerade total auf den Knien, hält die Rede, alle sind total und du musst jetzt husten. Kämpf nicht dagegen an, weil du wirst den Hochzeitsantrag jetzt versauen, 100%. Deswegen, kämpfe nicht dagegen an, das ist, wir kämpfen gegen nichts. Das ist der Punkt. Wir kämpfen einfach nicht. Wir sind Liebe, wir sind Herz. Danke. Das ist das Danke. Nimm alles mit Emuna. Wenn es so gekommen ist, dann ist es gekommen, weil das gut ist. Punkt. Hört sich verrückt an, ist verrückt. Aus Sicht der Welt. Aber aus Sicht der Emuna ist es genau so, wie ich es eben sagte. Und das müssen wir eben verinnerlichen. Deswegen Nummer 4 auf dem Weg zum Glück. Danke. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Hey, was ist Hey? Oh. Hey ist Hitbodedut. Hitbodedut. Himala Eliona Ugdola Minako. Ich bin schon ein Top-Sänger. Was würdest du tun, wenn du meine Stimme hättest? Nicht singen, aber ich singe. Hitbodedut im Ala Eliona Ugdola Minakol. Das persönliche Herzensgespräch mit unserem Schöpfer. Das ist das Größte und Höchste, das es auf der Welt gibt. Tu es. Tu es. Just do it. Ich führe doch keine Selbstgespräche. Du sprichst mit Gott. Was erwartest du, dass Gott mit dir redet wie Tante Emma? Gott ist Gott, nicht Tante Emma. Gott redet mit dir auf einer anderen Ebene und diese Ebene musst du zulassen, weil Gott ist überall da, wo du ihn reinlässt. Gott ist Licht. Und in dem Moment, wo du es zulässt, was bedeutet, dass du wirklich mit diesem Licht in Berührung kommen willst, wenn du das Gebet, ein Mensch, der beginnt zu beten, er setzt sich dem Licht aus. Und wer sich dem Licht aussetzt, der wird selbst zu Licht. Das ist das Geheimnis von Licht auf dieser Welt. Deswegen bete. Wenn du ein Licht sein willst. Bitte. Wese bechinat nissim lemala me'ateva. Denn das Gebet, das hat die Kraft von übernatürlichen Wundern, sagt Rabbi Nachman. Willst du übernatürliche Wunder erleben? Glaubst nicht daran. Ja, weil du nicht betest. Beten ist Licht. Bitte. Geat filale mala me'ateva. Warum bewirkt das Gebet übernatürliche Wunder? Warum? Weil das Gebet, das steht über der Natur. Denn kiateva mechayev ken. Die Natur schreibt, Naturgesetze schreiben uns etwas vor. Vat fila meshanateva. Und das Gebet verändert dieses Naturgesetz. Und es ist ein Wunder, sagt Rabbi Nachman. Und damit dieses Wunder geschieht, sagt Rabbi Nachman, für das brauchst du Emuna. Emuna, für das musst du wirklich daran glauben, dass das passiert. Sheyamin sheyesh mechadesh uveado lechadesh davar kirtzono. Du brauchst du Emuna, den Glauben, das was? Dass es einen Erneuerer gibt. Dass es jemand gibt, der alles von Neuem schaffen kann. Und dieser jemand, der alles von Neuem schaffen kann, der hat die Macht,
alles so zu schaffen, auch von neuem wieder zu schaffen, genau so wie es jetzt gerade will. Glaubst du so von Gott? Oder glaubst du, dass das Minus in deiner Bank halt jetzt so ist und das kriegst du nicht mehr weg? Da kann dir Gott nicht helfen. Du hast jetzt das und das Problem, da kann dir Gott nicht helfen. Da hast du eine ganz kleine Emuna. Das ist nicht Emuna. Emuna ist, dass du wirklich davon überzeugt bist, dass Gott mit dir ist jeden Moment und das ist Hidbodidut. Es gibt Menschen, die sagen, ich rede viel über Emuna und dann sagen Leute zu mir, aber jetzt kommt er schon wieder. Ich. Jetzt redet er redet immer das Gleiche, er redet immer über den Glauben. Aber wir glauben doch schon. Dann sage ich zu ihm, Entschuldigung. An Gott zu glauben, das ist eine Eigenschaft, das ist kein Fakt, das ist eine Eigenschaft. Emuna, das ist eine Eigenschaft. So wie Demut. Ich bin ein demütiger Mensch. Wenn das jemand von sich behaupten kann, was ist das dann? Dann hat er diese Eigenschaft der Demut für sich gewonnen. Das heißt, dass wer die Torah studiert, er Demut erfährt. Jetzt frage ich eine Frage. Jeder, der die Torah studiert, ist er ein demütiger Mensch? Die Antwort ist nein. Natürlich nicht. Und warum nicht? Weil Demut eine Eigenschaft ist. Du kannst Torah studieren bis übermorgen. Wenn du dich nicht mit dieser Eigenschaft beschäftigst, die Demut heißt, ein bisschen dein Ego zäumst und eben versuchst, demütig zu sein im Leben, wenn du nicht diese Eigenschaft dir aneignest, dann kannst du Torah studieren bis übermorgen und dann wirst du nicht demütig. Wenn du versuchst, dir diese Eigenschaft anzueignen und parallel die Torah studierst, oh, das wird dir dann helfen, ja. Aber weil du dich damit beschäftigst, diese Eigenschaft zu kaufen, sie zu erringen. Aber ohne diese Eigenschaft für dich zu gewinnen, wirst du sie nicht haben. Im Gegenteil, wenn jemand die Torah studiert, ohne Demut zu gewinnen, ohne diesen Willen, dann wird er nur ein Ego bekommen, Ego. Weil die Torah ist süß. Sie macht weise, oh, ich verstehe dir. Dann glaubt er gleich, er ist der Klügste. Er ist der Allerschlauste. Er ist der Klügste, weil er jetzt einen Vers lesen kann aus der Torah, glaubt er schon, er ist der Oberrabbiner. Jetzt braucht er keinen Rabbiner mehr. Jetzt braucht er keine Hilfe mehr. Jetzt braucht er von niemandem Rat. Weil er ist jetzt schon der Rabbi. Er ist jetzt der große Ratgeber. Er kann jetzt entscheiden. Das passiert. Deswegen, jede Eigenschaft, da müssen wir trainieren, dass wir das bekommen. Und Emuna, die Kraft des Glaubens, das ist auch eine Eigenschaft. Die Emuna, das ist die größte Eigenschaft aller Eigenschaften. Warum? Weil die Emuna, das ist der Maler des Charakters. Die Emuna, die ist die Eigenschaft aller Eigenschaften. Alle guten Eigenschaften entspringen aus dieser Quelle, die heißt Emuna. Wenn jemand demütig ist, dann ist es entsprungen aus der Quelle Emuna. Wenn jemand das super Herz hat, liebevoll, herzlich, hilfsbereit, dann ist es entsprungen aus was? Aus der Quelle Emuna. Die Emuna, das ist die größte Eigenschaft aller Eigenschaften. Und dann gibt es eben Menschen, die lassen sich verarschen. Das ist das. Lass dich nicht verarschen. Lass dich nicht verarschen vom bösen Trieb. Der hat dir dann erzählt, ja, aber du hast doch Emuna. Na, natürlich hast du Emuna. Du hast dein Bart. Du hast Keot. Du hast deine Kippa am Kopf. Du lernst ein bisschen Torah. Stimmt. Du hast Emuna. Was für eine Emuna? Dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer, der diese ganze Welt erschaffen hat. Deswegen legst du Tefillin, deswegen gehst du beten, deswegen machst du hier, deswegen machst du da. Das ist deine Emuna. Aber die echte Emuna, den Kern der Eigenschaft, den hast du nicht errungen. Nämlich zu wissen, dass mein Schöpfer immer mit mir ist. Jeden Augenblick, jede Sekunde, überall.
Das ist nicht irgend so ein Gott, der irgendwo da oben hier in den, auf der Milchstraße sich jetzt gerade hier rumsitzt und auf uns runterschaut. Nein, er ist hier. In jedem Moment, in jedem Augenblick. Und wenn du davon überzeugt bist, dann redest du mit ihm. Dann redest du mit ihm. Dann redest du mit ihm im Hier, dann redest du mit ihm im Jetzt, dann redest du mit ihm über alles. Das ist Emuna. Das ist Emuna. Deswegen reden wir nicht immer über dasselbe, im Gegenteil. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe Emuna, ich habe das, ich habe dir. Und dann kommt nur einer und hupt ein bisschen, dann flippt er gleich aus, weil er ihn angehupt hat. Das heißt Emuna, Gott hat gehupt, nicht er hat gehupt. Emuna ist eine Eigenschaft, die man sich aneignen muss. Und ich bin jemand, der geht auf das Beste. Auf die Eigenschaft aller Eigenschaften. Eigne dir Emuna an. Und der beste Weg, das zu schaffen, ist eben durchs Gebet. Vikar Emuna bechina tfila. Das ist übrigens die Lektion Zayin, Lektion 7 in Likutei Mohran. Und die hauptsächliche Emunah, was ist das? Das Gebet. Und das Gebet sind Wunder. Interessant, was hier noch schreibt. Rabbi Nachman. Ashrenu, wir können uns glücklich schätzen, dass wir so einen Rabbi haben. Rabbi Nachman sagte, ich beneide euch, dass ihr so einen Rabbi habt wie ich. Dass ihr so einen Rabbi habt wie mich, ich beneide euch dafür. Weil ich hatte nicht so einen Rabbi. So sagt Rabbi Nachman. Da hat er recht. Da kann uns wirklich beneiden, dass wir so einen Rabbi haben wie ihn, Rabbi Nachman. Wir nähern uns Rosh Hashanah. Bald ist Rosh Hashanah. Yom Adin. Rosh Hashanah ist der Tag des Gerichts. Da sitzt sich der liebe Gott auf dem Stuhl des Richters und richtet die ganze Welt. Juden, Nichtjuden, alle Lebewesen. Alle. Alles, was auf dieser Welt existiert, am Rosh Hashanah, wird darüber gerichtet. Und wir sind Breslev Chassiden und wir fliegen nach Uman. Zu unserem Rechtsanwalt. Steh vor Gericht. Geh doch nicht allein vor. Stell mir vor, du wirst jetzt wirklich geladen zu einem Gericht. Und da wird jetzt über eine Strafanzeige diskutiert. Gehst du da alleine hin? Eine Strafanzeige. Dann bist du natürlich ein Anwalt. Rosh Hashanah, weißt du, wie viele Strafanzeigen dagegen dich offen sind? Auch gegen mich. Tausende vielleicht, wer weiß. Tausend von Strafanzeigen und du gehst jetzt alleine in Rosh Hashanah. Du stellst dich jetzt hin und sagst, was ist denn das Problem? Und dann werden sie sagen, was das Problem ist. Und wir haben Angst. Wer weiß, wie viele Strafanzeigen? Hier hast du nicht ordentlich geredet. Du hast etwas gesagt, nicht eingehalten. Aber wenn du es nicht gemeint hast. Das ist eine Strafanzeige. Warum trainierst du nicht deinen Mund? Du hättest besser aufpassen müssen.
Hast nicht aufgepasst? Strafanzeige. Ja, was willst du jetzt sagen? Dann beginnst du zu stottern. Und dann noch eine. Lauter diese aus Versehen Dinge. Deswegen gehen wir zu unserem Rechtsanwalt. Unser Rechtsanwalt ist Rabbi Nachman aus Breslau. Der befindet sich in Uman. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wer noch nie in Uman war, dann wird es aber Zeit, dass du dir ein Flugticket kaufst. Und genieße es, auch mit mir dort zu sein. Just enjoy. You can do it. Es wird ein Bombentag. Bombentage, Rosh Hashanah. Das ist wichtig. Unheimlich wichtig. Wir fahren zum Rebbe. Denn der Rebbe hat versprochen, dass wer zu ihm kommt am Rosh Hashanah, das Urteil wird zu deinen Gunsten gefällt. 100%. Es fliegen nur Männer. Warum? Weil es in der Ukraine ist und die Ukraine gehört nicht uns. Wir sind da nur Gäste. Und die Ukrainer sind tolle Menschen. Aber Juden haben sie nicht unbedingt so gern. Die Liebe zum Geld verdrängt den Hass zu den Juden jetzt halt hier wahrscheinlich ein bisschen. Und wir kommen da zu Zehntausenden. Und das ist ein Riesenspektakel. Das ist einfach logistisch nicht wirklich möglich. Wenn da jetzt 50.000 kommen und jetzt hat kommen, auf einmal, stellen wir mal vor, 50.000 Familien kommen da. mal 2, sagen wir mal, bist du schon bei 100.000. So, und jetzt Kinder. Dann kommt eine 500.000, was sollen die da alle hindern? 300.000. So würde das gehen, rucki zucki. Wenn Mann, Frau, Kind, alle nach oben kommen können, boom, dann hast du das sofort. Rucki zucki hast du da 300.000, 400.000 Personen. An Rosh Hashanah bei Rabbi Nachman. So geht es. Aber logistisch ist es ein bisschen ein Problem halt eben in der Ukraine, das zu gewerkstelligen. Und deswegen fahren nur die Männer. Weil auch Rosh Hashanah, das ist auch ein Tag, nochmal, das ist ein Gerichtstag. Das ist jetzt kein hoher Feiertag. Das heißt hoher Feiertag, aber das ist ein hoher Feiertag, damit du ein bisschen verstehst, dass du vor Gericht stehst. Leute sagen zu meiner Frau immer, erst jetzt, halt, ich war eingeladen in Ashdod. Mit meiner bezaubernden Frau waren wir dort und sagte jemand zu ihr, eine Frau, sagte zu meiner Frau, ja, aber fällt dir das nicht schwer? Rosh Hashanah. Dein Mann ist nicht da. Und dann sagte jetzt meine Frau zu ihr, weißt du, natürlich ist das schwer, aber Fakt ist, dass mein Mann, seitdem er gläubig ist, einmal nicht nach Uman geflogen ist. Ich wurde gläubig. Bin das erste Mal in meinem Leben bin ich nach Uman geflogen. Im Rosh Hashanah 2006. Das war das erste Mal in Uman. Das ist mein erstes Mal. 2007 bin ich da nicht nach Uman geflogen. Und da
Da waren wir mit meiner ganzen Familie. Damals hatten wir noch keine Kinder. Da war ich mit meiner Frau in Meron. Rabbi Shimon bar Yochai. In Israel. Dann sagte meine Frau, erzählt dir das? Und sagt sie ja, ich habe den ganzen Rosh Hashanah, das sind 2 Tage, habe ich meinen Mann nicht gesehen. Er war nur beim Beten. Rosh Hashanah. Die Gebete sind ewig lang, erstens. Rosh Hashanah. Und du bist nur in der Synagoge und du musst Tshuva machen. Sie hat gesagt, ich habe nicht gesehen am Rosh Hashanah. Ob er jetzt hier ist oder nicht hier ist, du wirst ihn eh nicht sehen, weil es ist Rosh Hashanah. Man soll wenigstens in Uman sein und dann bringt er mir nach Hause das Urteil. Freispruch. Das ist das super, oder? Deswegen, meine Lieben, ich werde es nie vergessen. Ich war nach der ersten Erfahrung, die ich damals hatte, es waren 2006, das waren so meine ersten Schritte, danke. Meine ersten Schritte waren das. Meine ersten Schritte im Judentum. Mal bei Rabbi Nachman. Das war ein Riesenspektakel. Ich wollte da gar nicht. Meine Frau hat mir gesagt, du fliegst. Hab mir die Koffer gepackt, hat gesagt, so, entscheide dich. Entweder fliegst du nach Oman oder du fliegst hier raus. Eins von beiden. Da hab ich gesagt, okay, fliege halt nach Oman. Und bin nach Oman geflogen. Wollte sie mich rausschmeißen, die Alte, ja? Ich bin wohl. Und bin ich nach Oman geflogen. Also ein Riesenspektakel. Es hat mein Leben verändert. Wie ihr seht. Wenn ich nicht geflogen wäre, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Es hat mein Leben verändert. Und 2007 hatte ich kein Geld. Und ich wollte mich nicht anstrengen für Uman. Weil die Reise ist ein bisschen teuer. Und ich habe jetzt gesagt, da brauche ich jetzt hier und da und dann rucki zucki sind da 2.000, 3.000 $ weg. Habe ich gesagt, brauche ich jetzt nicht. Streng ich mich dafür nicht an. Da sind wir nach Meron gefahren. Und in Meron haben sie eine Leinwand aufgebaut, so wie diese grüne Wand, mit einer Live-Schaltung nach Uman. Zum Tikkun HaKlali HaOlami. Zum weltweiten Tikkun HaKlali, auch dieses Jahr. 12 Uhr Ortszeit bei euch. 12 Uhr. Merkt ihr das am Rosh Hashanah um 12 Uhr? Such im Internet Tikkun HaKlali HaOlami. HaOlami. Ich wiederhole mich. Hol einen Stift, steh auf, renn. Wo ist der Stift? Der graue Füll. Zeichne es auf. Tikkun HaKlali HaOlami. Oder schreib mir später, ich schreibe dir das auf. Die ganz schlauen unter euch sind nicht mehr aufgestanden, sondern essen die Chips jetzt, schauen mir zu und denken, ja, ich stehe doch jetzt nicht auf, ich lasse mich doch nicht verarschen, sondern ich schreibe den später und ich schreibe euch das gerne. Da gibt es bestimmt dann Links im Internet und dann seht ihr, wie diese 50.000 Juden sich um das Grab von Rabbi Nachman vereinen. Und das Tikkun HaKlali beten. Das ist Power und Emotion und Gänsehaut. Aber wirklich Gänsehaut. Deswegen schalte dich mit ein. So, und ich habe mich damit eingeschaltet und ich sehe das. Und ich denke mir, jo, letztes Jahr war ich dort und es hat mein Herz ergriffen. Ich habe gespürt, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich nicht geflogen bin. Das war die Lektion, ich habe das gebraucht. Und ich war so emotional berührt von dem Augenblick, wir sagen in Tehillim, im Tikkun HaKlali, gibt es einen Vers.
sagen. Der Tikkun HaKlali, das sind die 10 auserwählten Psalmen, die wir lesen müssen. Lama Shechachtani. Lama. Ich lese das so. Warum hast du mich vergessen? In dem Psalmen. Lama Shechachtani, warum hast du mich vergessen? Ich will doch zu dir, ich bin noch so lang. Mein Herz schlägt für dich. Und ich sehe, Uman, ich komme zu dem Vers, Lama Shechachtani. Lama. Und ich war emotional so berührt. Ich musste weinen. Ich habe geweint wie ein Kind. Lama Shechachtani. Lama, warum hast du mich vergessen? So sagt König David zu Hashem. Dass er manchmal das Gefühl hat. Und auch wir haben manchmal dieses Gefühl, dass Gott uns vergisst. Aber Gott vergisst uns nie. Und das war für mich so ein Augenblick, wo ich mir mein Herz, es wurde in mein Herz gebrannt, dass egal was passiert, Uman Rosh Hashanah verpasse ich nicht. Und es gibt viele Juden und viele Menschen, die fliegen wollen und die haben das Geld nicht. Deswegen sei nicht dumm. Wenn du aus irgendeinem Grund nicht fliegen kannst, weil es zu Hause Probleme machen würde, weil deine Frau das nicht akzeptiert, deine Eltern nicht akzeptieren, dann kannst du wirklich nicht. Du kannst dann einfach abhauen. Wenn deine Frau das nicht akzeptiert, dann ist das im Übrigen so ein Armutszeugnis für dich. Weil du hast ein Jahr Zeit, das vorzubereiten, dass deine Frau das akzeptiert, dass du zum Beten fliegst. Wenn du ein Jahr deine Frau liebkost, sie respektierst, sie verwöhnst, sie nicht recht kritisierst, sondern einfach nur ihr Licht, Liebe, Harmonie schenkst, dann kommt Rosh Hashanah und dann bittest du sie dafür. Dann packt sie dir die Koffer. Und wenn es nicht passiert, dann überprüf dich mal, wie du das ganze Jahr hindurch ein Ehemann warst. Warst du ein guter Ehemann, ein liebevoller Ehemann, ein herzlicher Ehemann? Oder warst du ein kritischer Ehemann? Und wenn du kritisch bist und sie lässt sich fliegen, dann überleg dir warum. Sie will, dass du zurückkommst anders. Rabbeinu, unser Rabbi. Aber wenn du nicht kommst, es ist dann wirklich eure Chance. Dann könnt ihr euch bei mir melden. Und dafür spenden, dass jemand... Du kannst ihn zu deinem Boten machen, dass er für dich fliegt. Dann ermöglichst du jemanden, dass er fliegt, in deinem Namen, durch deine Hilfe fliegt er. Und dann ist es so, dass du selbst dort bist. Und wenn du dann selbst dort bist, dann bekommst du das Versprechen vom Rabbi. Rabbi Nachman aus Breslau hat versprochen, dass wer zu mir kommt, vor allem in Rosh Hashanah, und dort ein paar Cent zu meiner Ehren spendet, und die 10 auserwählten Psalmen betet, für den lege ich mich in die Länge und in die Breite, kreuz und quer, nach oben und unten, und ich hole ihn aus der Hölle. Ich hole diese Person aus der Hölle raus. Hol sie da raus. Ich setze mich ein für die Person. Ich tue alles dafür. Das hat der Rabbi versprochen. Das ist ein Versprechen, ja? Ein Riesenversprechen. Deswegen fliegen wir.
Weil wir wissen, wer wir sind. Ich will nicht in die Hölle. Wir haben schon darüber gesprochen, diese Welt hier ist auch eine Hölle. Auch aus dieser Hölle holt er dich hier raus. Deswegen fliegen wir zum Rabbi. Und du, hol dir auch du das Versprechen. Wenn du jemanden. Ich kenne viele. Mach mich zu deinem Boten, dann mache ich hier den Schiduch. Und dann kannst du ihn schicken. Kannst du ihn schicken. Du bist jetzt mein Bote. Ich bezahle dir jetzt dafür. Und du fliegst. Für mich. Und dann nimmt er deinen Namen und betet dafür. Und es ist wichtig. Das ist wichtig. Lass dir das ja nicht entgehen. Zu fliegen. Aber wenn du selbst nicht fliegen kannst, dann schick jemanden. Spende ein bisschen was dafür. Und wenn du ein ganzes Ticket spendieren kannst, spendier ein ganzes Ticket. Wenn du ein Zimmer spendieren kannst, spendier ein Zimmer. Weniger, weniger. Was du kannst. 5 € ist okay. Mal 100. Tu was. Das ist wichtig. Und parallel dazu darfst du nicht vergessen, dass du auch dort sein kannst. Physisch kann man dich vielleicht daran hindern, dort zu sein. Aber im Herzen, in dein Herz kann niemand greifen. Niemand. Niemand kann dir das nehmen, was du empfindest. Niemand. Und wenn du dort sein willst, dann bist du dort. Denn ein Mensch ist überall da, wo seine Gedanken sind. Deswegen schließ deine Augen und stell dir vor, du bist jetzt hier mit mir in Jerusalem. Wie toll, eh? Es gibt Menschen, die brauchen Therapien. Du brauchst keine Therapie, du musst einfach nur nach Israel. Komm nach Israel. Das Land, wo die Sonne scheint. Rabbi Nachman, Ashrenu. Heute haben wir ein bisschen über Rabbi Nachman gesprochen auch. Wie wichtig das ist. Oman Rosh Hashanah, Oman Rosh Hashanah, Oman Rosh Hashanah, Oman Rosh Hashanah. Wer mit dabei sein will, you're welcome. Meldet dich bei mir. Joffi, heute haben wir. Wieso sagst du mir nicht, dass es 20 vor 11 ist? Ah, tschüss. Leila Tov. Wir sehen uns nächsten Dienstag um 20:30 Uhr. Ich muss weg. Leila Tov.